Wir begrüßen alle, die heute an dieser Live-Übertragung des internationalen Netzwerks von La Izquierda Diario teilnehmen. Ich heiße Violeta Tamayo und bin Mitglied der revolutionären ArbeiterInnenliga LOSI. Von Bolivien aus wollen wir an diesem 1. Mai an die ArbeiterInnen auf dem Land und in der Stadt gedenken, besonders inmitten dieser politischen Krise, die sich heroisch dem zivilen, militärischen, klerikalen, polizeilichen und kapitalistischen Staatsstreich entgegenstellten, der mit Unterstützung des Imperialismus, der Organisation amerikanischer Staaten und der rechten Regierung der Region im November stattgefunden hat. Wir sind stolz darauf, GenossInnen, Teil einer internationalen Strömung zu sein, die mithilfe des La Izquierda Diario-Netzwerks dafür gekämpft hat, das Schweigen der Medien über die Massaker, die Folter, die Verhaftung zu brechen. Wir würdigen die mutige Rolle der Familien von Sencata, Oveyuyo und Sacaba, die an der Spitze des Widerstands stehen und für die Forderung nach Opfergerechtigkeit und für die Freiheit der politischen Gefangenen entstanden. Als LOSI haben wir sie begleitet und Seite an Seite mit diesen GenossInnen gekämpft. Wir haben gemeinsam mit ihnen gerufen, dass über unsere Toten nicht verhandelt wird, entgegen der beschämenden Pakte der Masse mit den Putschisten, die sie trotz der enormen Kampfbereitschaft der Widerstandsbewegung durchgesetzt hat. Wir wissen, dass die arbeitenden Frauen, die Bäuerinnen und indigenen Frauen an vorderster Front dieses Kampfes stehen. Wir wollen euch mit Stolz erzählen, dass am 8. März die Frauen von Sencata, die Schwestern, Mütter, Töchter und Partnerinnen der Opfer des Massakers, die größte jemals gesehene Bewegung der Frauenbewegung in Bolivien anführten. Und zwar trotz und entgegen dem liberalen Feminismus, der mit den Putschisten paktiert hat, Teil des Putsches war und schließlich vor der extrem Rechten kapitulierte, der in Bolivien zu nichts weniger als einem seltsamen Putschfeminismus wurde. In unserem Land hat sich die Pandemie mit einer politischen Krise vermischt. Das hat zu einem höheren Niveau an Repressionen geführt, das sich in der konstanten Militarisierung, der Kriminalisierung der ärmsten Sektoren, der verschärften politischen Verfolgung und der enormen Beschneidung der Redefreiheit ausgedrückt hat. Der Kampf gegen die Pandemie ohne Tests, ohne Schutzausrüstung hat zu nichts weniger als der Garantie der sozialen Isolation durch die Streitkräfte und die Polizei geführt. Die aktuelle selbsternannte Regierung vertieft die Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen der armen Mehrheiten sowie des eh schon schlechten Gesundheitssystems, das Evo Morales hinterlassen hat. Momentan ist das Leben von Zehntausenden von ArbeiterInnen gefährdet, die nicht zu Hause bleiben können, die heute das Land am Laufen halten und wozu die Gewerkschaftszentrale COB nichts sagt. Die COB hat nicht nur mit dem Putsch kollaboriert, sondern weigert sich aktuell für grundlegende Bedingungen für die ArbeiterInnen und die Bevölkerung zu kämpfen. Deshalb müssen wir ArbeiterInnen unsere Organisation aus den Händen der kollaborationistischen Bürokratie zurückerobern. Genauso wie wir die besten Traditionen der bolivianischen ArbeiterInnenbewegung und unsere politische und gewerkschaftliche Unabhängigkeit zurückerobern müssen. Heute haben wir die enorme Aufgabe, Schlussfolgerungen zu ziehen, nicht nur aus dieser letzten Zeit, sondern aus 14 Jahren Regierungsherrschaft der MAS, um ein politisches Werkzeug aufzubauen, um die Ausbeutung endgültig zu beenden, um die Traumata des Rassismus, des Machismus zu beenden. Das bedeutet für uns, eine sozialistische Gesellschaft zu sehen und wofür wir ein Werkzeug haben, die vierte Internationale. Diese heutige Veranstaltung, GenossInnen, ist für uns ein Schritt der ArbeiterInnen, der Frauen, um auf diesem Weg zur Befreiung zu gehen. Wir senden euch einen revolutionären Gruß und sagen gemeinsam mit euch: Es lebe der 1. Mai, es lebe die ArbeiterInnenklasse.